Leute, hobbidiere Gamer Engineers. Es ist jetzt schon ein bisschen länger her. Ich hoffe, man hat diesen Verrücker von meinem Mikro jetzt nicht gehört. Entschuldigung. Die kleine rosa Fettkugel Kirby begibt sich wieder auf Abenteuer. Dieses Mal in Rosinenruinen oder wie war das? Ah, hier kommt meine Lieblingsfähigkeit. Ich nenne sie immer die Indiana Jones Fähigkeit. Ich muss sagen, ich mag sie ein wenig. Meine Lieblingsfähigkeit bleibt halt bis heute die Elektrofähigkeit, aber es gibt noch eine, die ich extrem feier. Und die müsste dann bald kommen. Also ich glaube, sie kommt jetzt nicht gleich, aber schon bald. Ich muss sagen, ich bin jetzt ein bisschen weniger eingeschult, aber die Fähigkeit so hat einen Vorteil. Ich kann mir durch Gegner hindurch was grabben. Ich kann mir auch durch Wände was durchgrabben. Alter, an jeder Ecke sind die Viecher. Ich hoffe, ich verpasse keine Zahnräder, ansonsten schneide ich euch die halt wie gesagt rein. Das haben wir dann im letzten... Ich hasse die Viecher, die lassen sich nicht gescheit besiegen. Vor allem, die halten auch eine Menge aus mit der Peitsche. Also ich mag die Fähigkeit zwar, aber sie ist halt schwach. Und vor allem, sie reagiert nicht schnell, also je nachdem halt, was man will. Also es gibt ja wirklich die unterschiedlichsten Typen, was die Kirby-Fähigkeiten angeht. Manche sagen, das ist am besten, manche sagen, das andere ist am besten. Es kommt halt immer drauf an, aber jetzt wechsle ich doch wirklich mal. Ich habe jetzt nämlich keinen Bock mehr. Vor allem hier ist ja die Feuerfähigkeit wirklich besser. Konnte die nicht auch irgendwas? Ach ja, richtig. Also, bitte! Man kann leider überhaupt nicht vorarbeiten. Und boom! Aber ich glaube, ich habe schon ein Zahnrad übersehen. Kann das sein? Nö. Das ist das erste, okay. Ah, ich glaube, hier müsste es wieder so eine Dimension geben. Hoffe nicht zumindest, ich finde die ganz geil. Und das hier ist auch nützlich. Yeah, den spieße ich auf wie ein Kebab. Oh! Brauche ich den Magier zwangsweise? Ich hoffe nicht. Wow. Ich glaube, da gab es auch eine Möglichkeit, dass der hinter einem ist, dieser Felsen. Aber okay, genug des Überlegens, genug des Nachdenkens. Ich meine, es ist eine ganz gute Idee. So, hier könnte man auch warten, dass man nicht zwischen die beiden kommt. Das könnte man machen, sollte man aber nicht. Und hier nicht so vorschnell hochspringen, ansonsten kriegt man es nicht. Und enttäuschenderweise gibt es hier keine... Hallo, was haben wir denn da? Die Fähigkeit ist immer gut zu brauchen. Vor allem, weil sie eine sichere Fähigkeit ist. Man muss halt nur die ganze Zeit schütteln, aber Jungs, das seid ihr gewöhnt. Oh. Die Bewegung dürfte hier nicht schwer fallen. Oh, der Lutscher. Passend zum Thema, ne? Gehen wir ab. Fuck, der ist ausgewichen. Na komm, renn, 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 renn.
Schirmfähigkeit? Ja, aber wofür denn? Also ich bevorzuge es, bei dem zu bleiben, was ich jetzt habe. Weil Elektro ist ja wirklich nicht das Schlechteste. Die Link-Fähigkeit kennen wir schon. Und ich finde im Übrigen auch die Musik hier sehr passend. Also ich mag die Musik. Und das ist ein kleiner Zwischenboss. Ich weiß nicht, ob man den im ersten so wirklich gesehen hat. Das ist Bonkers. Und das ist auch eine meiner Lieblingsfähigkeiten, und zwar der Hammer. Ist auch eine der wenigen Fähigkeiten, die man unter Wasser verwenden kann. Und auch eine der seltenen Fähigkeiten, die, Achtung, diese Blöcke zertrümmern können. Mit der oben B-Attacke, also oben 1-Attacke. Ich sage halt immer oben B, weil ich halt mit einem gelinkten Controller spiele. Das ist halt der Vorteil. Und das ist der Nachteil dran. Egal. Wie gesagt, erwartet nicht zu viel von mir heute. Ich bin aus der Übung im Kirby. Und trotzdem schaffe ich es ohne Probleme ganz nach oben. Ist klar, Vorführeffekt. Das sagt man nicht schlecht und dann ist man gut. Das ist eine Taktik, Leute. Das ist einfach eine Taktik. Gut. Ich glaube, in einem Part schaffen wir jetzt dann nicht mehr alles. Müsste ich mich doch recht beeilen und ich möchte auch ein bisschen was genießen. Wir haben jetzt ein Minispiel freigespielt und hier gibt es 4. Das heißt, hier wird es wahrscheinlich wieder eine Dimension geben. Halt! Okay, am Anfang ist nichts. Aber es gibt irgendwo ein Level, wo am Anfang... Oh! Was ist... Das war gerade die Schlaffähigkeit. Hätte ich den Typen eingesaugt, wäre ich einfach automatisch eingepennt. Das ist schlecht, wenn das passiert. Vor allem, wenn man die einsaugt, während man in der Luft ist. Nein, 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 das ist mein Hammer. Mann, ist der Part heute zweideutig. Das... Ich glaube, der Spruch kommt sich aufs Thumbnail. Nein, 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 mein Hammer. Den rahme ich jetzt ungespitzt in den... Ja... Schon wieder! Ungespitzt! Spitz! Was ist denn heute los? Alles zweideutig hier. Also... Und vor allem hier finde ich auch den Hintergrund irgendwie... Ja, okay, aber nicht so geil. Okay, wenn man hier schon Stein angeboten bekommt, dann sollte man ihn auch nehmen. Hier eine Faust. Die ist sicher von Chuck Norris. Der lebt ja noch, ne? Oder war der tot? Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Ich will jetzt hier nichts Falsches sagen. Sollte ich euch dann... Vielleicht blende ich es euch ein. So, den ignorieren wir mal für den Fall, dass wir ihn brauchen. Aber da gibt es doch dann auch später solche blöden Level, wo man runterfällt. Oh. Hierfür hätte man einen Stein gebraucht, ja? Wow, habt ihr gesehen, wie knapp das war? Eieiei. Ja, solche Spielereien gibt es des Öfteren in Kirby. Ob es jetzt nötig ist, ja. Ob es gemein ist, ist auch wieder eine andere Frage. Wenn es am Anfang ist, ja. Wenn es am Ende ist, ist schon fies. Vor allem, wenn man die Illusion, also die Dimension verkackt. Diese schwarz-weiße, dann ist halt doch ein größeres Problem. Das ist dann halt schon wirklich fies. Was mich mal interessiert. Heute geht im Übrigen noch ein anderes Let's Play voran. Das kriege ich nicht. Und zwar... Arschloch, komm. Jetzt zeigst du uns deine Fähigkeit, Wasser. Die Wasserfähigkeit an sich ist auch nicht so schlecht. Mit der kann man sich halt schneller fortbewegen.
Man kann Wasser spucken, man kann, glaube ich, auch so nach unten, ja, genau. Damit kann man sich aber nicht ewig über dem Gelände, glaube ich, halten. Ich weiß es auch nicht auswendig, allerdings ist die Wasserfähigkeit jetzt nicht unbedingt einer meiner Favoriten. Dafür kann man sie halt fürs schnelle Fortbewegen verwenden. Und das war so klar. Weil das war nämlich genau über diesen Markierungen. Das sieht man schon. Da unten sieht man es auch. Also nur ein Vollidiot befreit die. Oder jemand, der kämpfen will. Willst du Stress? Alter! Alter, willst du Stress? Da, geht das saufen. Okay. Opa. Voll angespuckt. Das war ja schon wieder zweideutig. Mann! Hilfe! Das geht halt echt nicht mehr gut. Gab's nicht hier sogar auch Level, wo einem King DDD geholfen hat? Bilde ich mir zumindest. Oh! Ah, ja, stimmt. Die roten Speien länger. Und hier müsste man eine neue Ultra-Fähigkeit sehen. Ich müsste mal googeln, ob es jemals in der Geschichte von Kirby einen Teil für den GameCube gab. Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht schlüssig drüber. Und das ist eine der beschissensten Ultrafähigkeiten. Was zum... Also das ist jetzt Betrug. Man muss nämlich diese Kugel steuern mit dem Steuerkreuz und das ist sehr schwammig. Leider. Und das, was wir jetzt gerade gegessen haben, war eine Maxi-Tomate. Oder eigentlich Paradies in unserem Fall. Weil wir sind ja hier immer noch in Österreich. Obwohl ich den Nachbarn in Deutschland ja nichts abheißen will. Was ist am Pressen? Die, wie Kollegen des allgemeinen Unterhaltungs... Ja, ich will nicht sagen Regiments, aber... Wie sage ich das jetzt am besten, dass das auch jeder Trottel versteht? Die Entertainer der Unterhaltungsbranche ebenfalls nicht mögen aus Bayern. Sprich... Ja... Da gibt es so zwei berühmte Kanäle, die sowas gegen Preisen haben. Entschuldigung, drei. Drei kenne ich. Der vierte ist so ein Lala-Fall. Ja. Aber trotzdem. Ich kann das nicht leiden, wenn jemand mich dann fragt, ja, was sind denn die Frikadellen? Kumarot, das sind einfach nur bei uns Fleischlaber. Aber ich weiß nicht, was Frikadelle für einen Sinn hat. Ich weiß nicht, was das Wort für einen Sinn hat. Frikadelle, frittierte. Ach, was weiß ich. Oh Gott, Peitsche oder Schirm, da nehme ich den Schirm. Ich finde den Schirm nämlich geiler. Weil der nimmt bei der bloßen Berührung nämlich schon Schaden. Und der Schirm an sich ist gar nicht so schlecht. Oh, der macht das nochmal von hinten. Bis der ganz kacken kreist. Und vor allem der Schirm schützt mich vor dem, also... Im Übrigen, man kann den auch ohne Spezialfähigkeit besiegen. Aber mit ist es halt leichter. Grundsätzlich mag ich diese Dimensionskämpfe und da gibt es noch eine kleine Überraschung später. Hier werden wir nochmal vollständig geheilt. Also ich bin jetzt nicht in Übung, also wenn man gut ist, kann man das auch im Hard-Modus, oder im Hard-Mode halt, ohne auch nur den geringsten Schaden schaffen. Das ist ja kein Problem.
leider ist jetzt schon die Zeit angebrochen, der wir das Ganze nicht in einem Part mehr unterbringen pro Welt. Also ich werde jetzt vielleicht noch ein Level schaffen, aber das war's dann auch. Also die zweite Welt kann's dann schon ganz ordentlich. Es ist auch nicht so ohne. Okay, vielleicht schaffe ich auch ein drittes, ich weiß es ja nicht. Und jetzt können wir den Superschießstand auch schon uns holen. Also spielen. Ich wechsle mal zum Stein, ich glaube, der ist besser. Aber so generell, ja, finde ich Kirby jetzt eigentlich nicht so schlecht. Also dieses Kirby finde ich zum Beispiel nicht so schlecht. Es gab bessere, ich bin mehr der Fan von The Crystal Shades, aber... Also der 64-Teil. Aber ja... Es geht. Es geht wirklich, Leute. Es ist okay. Der beste Teil war es nicht. Ich müsste sogar mal nachschauen, ob es jemals in der Ära von Kirby, wie ich ja vorher schon erwähnt habe, eins für den GameCube gab. Und da geht's rein. Was haben wir hier? Drei solche Sterne. Wie viel bringen denn die? 10! Naja. Also, ich bin in dem Spiel außer beim Endboss noch nie krepiert. Ups. Ich hab gedacht, es geht sich aus. Das Blöde ist halt, ich schwitze wie eine Sau und ich muss heute noch 2 Let's Plays aufnehmen. Oh, da gibt's so ein Glücksfall auch. Später. Zwischen denen man sich, wo man sich bei den Wegen entscheiden muss. Und ich glaube, die Schwertfähigkeit liegt mir heute eher. Die Augen sind auch fies. Die nerven einfach nur. Oh, das ist eine fette Kanone. Also die könnt ihr auch brauchen. Ich finde halt auch diese Detailverliebtheit. Also jetzt, gerade jetzt der Hintergrund. Ist sehr gut gemacht. Also so eine komplett seltsame Wüste. Und das, was wir jetzt gerade vernichtet haben. War ein Gegner mit der Sturmfähigkeit. Das ist eine sehr seltene Fähigkeit. Genauso wie der Hammer. Der ist auch recht selten. Und was ist noch recht selten? Ja, aber die kennt ihr noch nicht, die spoilere ich nicht. Was kriege ich denn hier im Wind? Das kriege ich doch auch so. Ja, also ich bin nicht so der Fan von der Windfähigkeit. Das ist halt wirklich nicht meins. Vor allem sie ist sehr... Oh, scheiße. Nein. Sie ist halt sehr unkontrolliert. Das ist ein großes Problem bei ihr. Also. Ja, also wenn man es mag, mag man es. Es ist halt, wie gesagt, doch ein sehr geschmacksbreites Spiel, man kann sich viel aussuchen. Das ist zum Beispiel eine Fähigkeit, die ist nicht schlecht, der Gegner macht sogar schon vor. Die Sprungfähigkeit, ich zeige sie euch mal. Man kann damit so springen. Nämlich einfach oder normal. Man ist halt wesentlich schneller, als wenn man normal fliegen würde. Was steht zur Auswahl? Die Boomerang-Fähigkeit. Ich finde es halt, wie gesagt, schade, dass man Fähigkeiten nicht mehr kombinieren kann. Ist, wie gesagt, halt schade. Aber gibt's halt nicht mehr. Aber ich werde euch in Crystal Shades später mal in einem Let's Play... das vielleicht mal zeigen, wie das ausgesehen hat. Da hatte ich nämlich so eine Lieblingskombi aus 2 ganz bestimmten. Die fand ich immer ganz geil. Und immer die Fähigkeit vom Zwischenboss mitnehmen. Das ist nämlich wichtig, weil meistens gibt es nämlich so ein... Ja,
entweder eine Dimension dadurch oder halt weitere Zahnräder, weil man das braucht. Hier zum Beispiel. Hier könnte man mit dem Schwert nicht weiterkommen. Hier ist auch ein Zahnrad, das heißt, wir haben drei. Es gibt keine Dimension hier. Jetzt dürfen wir nur noch das letzte nicht übersehen und dann war's das. Was war das? Och nö. Okay, Glück gehabt. Ich wollte gerade meckern. Das ist wieder so breit, dass ich es keiner... dass es keiner versteht. Aber wir hatten ja Glück. Das heißt, es spart wiederum mal Zeit. Bam, bam, bam. Ja, yeah. Und Ziel. Ja, komm. 21 Minuten ist doch ein bisschen kurz. Okay, nur eine 3. Hatte ich früher öfters als Noten. Inzwischen halt wirklich eher nicht mehr. Wie sieht's da eigentlich aus? Ist 5 wieder der Boss? Oh! Ja. 5 ist wieder der Boss. Gut, dann geht's im nächsten Part zum Boss. Ja, das ist auch gemein. Vielleicht seht ihr's. Wenn man den Schlüssel also hat, und ich mochte den Beam sowieso noch nie, also kann der ruhig weg. Wenn man den Schlüssel hat, greifen einem diese komischen Typen an. Oh. Das ist meine meistgehasste Fähigkeit, die Bomben. Man kann eine Bombe legen, man kann eine Bombe werfen. Aber... ich bevorzuge so ziemlich alles außer die Bomben. Ja, Boomerang ist okay, mag ich aber trotzdem überhaupt nicht. Stacheln, ja, geht so. Komm her, du Arsch. Ja, sonst... Was gibt's sonst für Fähigkeiten? Feuer? Ja. Ist auch okay, ja. Feuer ist wirklich okay. Das konnte man da auch machen. Was zum Kirby, komm. Oh! Ja, ja, das geht. Der fliegt ja dann sowieso da hin und her. Also man kann so auch die Zahnräder holen, sollte es aber eher sich leicht machen. Ich habe es jetzt ein bisschen schwieriger geholt. Hatte ehrlich gesagt auch kurz Bedenken, ob ich nicht was vergessen habe. Und hier sehen wir ein neues Element, und zwar die Kerze. Mit der sollte man nicht allzu schnell voranschreiten. Aber man kann mit der Kerze zumindest ein bisschen mehr sehen. Oh, hier ist nur ein Schlaftyp. War aber eh klar, weil der Weg so komisch verlaufen ist. Halt. Das ist jetzt... ich glaube, ein bisschen tricky. Und zwar muss man da von der anderen Seite wieder zurückkommen. Ja, genau. Was man halt wissen muss, ist, dass man die Kerze auch werfen kann. Das weiß aber in den seltensten Fällen jemand, dass man das Item erstens verliert, wenn man ein Zahnrad einsammelt, und zweitens, dass man es auch werfen kann. Mhm. Tja, und wenn man die Höhle verlässt, dann ist die Kerze für den Anus. Hier gibt's Pizza. Hm, nein, nein, nein.
Und da drinnen gibt es sicher irgendwas Interessantes. Der Boss ist wahrscheinlich jetzt ein Wasserboss. Wasser Galboros. Oh oh. Hopp. Wie gesagt, immer einsammeln und schauen, ob da nicht was war. Im Vorraum gibt es nämlich solche heißen Blöcke. Und die kann man nämlich zerstören, wenn man die Fähigkeit hat. Hm, okay, da war jetzt nichts, aber wahrscheinlich ist drüben dann nämlich ein, nein, 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 das darf nicht kaputt gehen. Nein! Oh, Gnade, hier gibt's noch einen. Weil höchstwahrscheinlich ist es so, dass man... Okay. Also ich hätte eher daran geglaubt, dass man... Okay, das ist vielleicht jetzt in späteren Leveln so. Dass man nämlich dafür bestraft wird, wenn einem sowas passiert. Und Alter, ich habe immer entweder einen zu kurzen oder einen überzogenen Part. Aber die Level hier sind auch länger. War das jetzt knapp oder war das jetzt knapp? Was zum... Ach ja, das gab's auch noch. Das ist auch völlig neu. So sehen einen nämlich die Gegner nicht, richtig. Aber man kann, glaube ich, alles einsammeln. Ich weiß nur nicht, ob man auch getroffen werden kann. Mit diesem Invisible Crystal. Nö. Aber die schnallen jetzt sowieso nicht, wo ich bin. Das heißt, ich gehe wieder durch. So, und jetzt kommt wahrscheinlich noch eine Dimension, damit das Chaos perfekt ist. Ist es nicht so? Okay, nein. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so... Ach nein, natürlich kommt eine Dimension. Alter, bist du bescheuert? Dann komm her. Da! Zack! Ich liebe es. Das ist meine Lieblings-Ultra-Fähigkeit. Gibt nur eine, die ungefähr gleich ziehen kann. Ich finde es halt schade, dass nicht alle eine Ultra-Fähigkeit bekommen haben. Ups. Nicht alle Fähigkeiten eine Ultra-Fähigkeit bekommen haben. Weil zum Beispiel 4 fallen mir ein, die noch nichts, die das nicht bekommen haben. Also jetzt die Anfangsfähigkeiten. Die Sturmfähigkeit hat das nie bekommen. Dann die Pflanzenfähigkeit hat das auch nicht. Aber da war es auch irgendwie klar, weil da würde mir auch halt nichts dazu einfallen. Außer, dass ich dann auch so einen riesigen Baum wachsen lasse. Oh, das ist jetzt gemein gewesen. Vor allem, wenn einem diese lila Grütze einholt, dann war's das mit einem. Also... Oh, fuck, das habe ich vergessen. Wenn man das macht, geht die Grütze zurück. Aber man muss halt auch warten, bis sie da ist. Sonst wird es nichts. Aber so kann man sich Zeit verschaffen, wenn man möchte. Hoppa, hoppa, hoppa.
Bam! Je mehr Objekte du man einsaugt, umso mehr kann man natürlich. Oh. Also die Glütze wird auch schneller, verstehe. Was gibt's da? Oh, den Link nehme ich. Ich mag den Boomerang nicht so. Zumindest nicht so, dass ich ihn den Link bevorzugen würde. Oh, das ist ein bisschen eine fiesere Stage. Genau deswegen! Wow, das Blöde ist nämlich, wenn man hier nicht trifft. Dann wird's blöd. Nein! Oh nein, den ersten Tod. Immerhin, man wird nur aus der Dimension herausgeworfen, aber das hasse ich so elend. Das ist vor allem Nonsens as hell, dass da einfach ein Abgrund ist. Wenn man im Übrigen nur einen Stern abschießt, dann hat man ein Problem. Weil dann bleibt die Grütze nämlich tatsächlich nur stehen. Und ich glaube, man kann ohne diesen Super-Sog sowieso nur eines in sich reinsaugen. Und das war jetzt sichtlich dämlich, Kirby, weil eigentlich hättest du nach vorne schießen sollen. Aber ist auch relativ egal, weil... Sind wir mal ehrlich. So wirklich lange ist diese Dimension noch nicht. Später gibt es Schlimmere, gebe ich zu. Ich erinnere mich noch ein bisschen an dieses Spiel. Und diesmal bin ich ein bisschen vorsichtiger, weil wir haben schon Minute 32 und ich möchte wirklich fertig werden. Das war vielleicht doch keine so gute Idee, dieses Level hier noch reinzupacken. Und diesmal habe ich auch mit Absicht den Boomerang genommen, weil ich kann ihn dann so beschießen. Vielleicht ist der Boomerang dafür wirklich keine so schlechte Idee. Vor allem, ich kann ihn so im Winkel auch abschießen. Ja. Ja, also so blöd ist der Boomerang hier nicht. Ich finde es halt blöd, dass ich, wie gesagt, jetzt so einen langen Part habe, aber was soll's. Ich darf heute schließlich noch ein anderes Let's Play aufnehmen und das ist nicht ganz so gut. Sag ich mal dazu. Also es erfreut sich nicht so großer Beliebtheit wahrscheinlich. Ich meine, ich weiß jetzt noch nicht, wie Kirby läuft. Ich bin ja, wie gesagt, noch beim Vor-Upload. Und ich weiß nicht, das Spiel habe ich heute irgendwie nicht drauf. Obwohl ich das vorher geschafft habe. Na egal. Leute, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Habe dir die Servus, wenn's Boss-Time ist.